Ja, liebe Busfreunde, die Bustouristik Scherzer hatte eine aufregende Woche und ich wollte euch ein kleines Resümee mal davon geben und bin hier an einem sehr exponierten Platz am Tegernsee bei meinem Freund König Ludwig. Da müsst ihr euch einmal anschauen, den haben sie jetzt auch mit Sperrbändern schon abgegrenzt. Der Mann war ein Visionär, hat immer nur das Schöne gesehen und da sollten wir langsam wieder alle hinkommen. Anfang der Woche haben wir die Mitteilung aus Berlin erhalten, dass unsere Gespräche, die wir am 28. Oktober im Bundestag auch mit Herrn Paul Lehrwieder geführt haben, erfolgreich waren. Die Busunternehmer erhalten jetzt alle bis Mitte nächsten Jahres Tilgung oder Abschreibung auf ihre Busse und haben auch noch die Novemberhilfe, die ansteht, dabei. Also ich möchte mal vielleicht dahin sagen, es war ein sehr erfolgreicher Besuch wieder in Berlin und da möchte ich mich eben nochmal bedanken beim Herrn Paul Lehrwieder, auch beim Thomas Bareis, Tourismusvorsitzenden in Deutschland und dementsprechend auch noch beim Benedikt Esser vom RDA, der hier auch bei allen Auftritten mit dabei war. Danke. An alle Busunternehmer, wenn ihr jetzt für 2021 noch was sucht, bei uns gibt es die Gruppenanfragen. Ihr braucht sie bloß ausfüllen und wir gehen für euch los zu suchen und das ist kostenfrei für euch. Das zweite Wichtige in dieser Woche war unser Virologengespräch. Deutschland wird derzeit von Virologen regiert und die Politiker laufen hinterher. Wir haben uns gedacht, wir holen uns mal so einen Virologen und Wissenschaftler und lassen den Reisebus als solches mal als virologische Schicht betrachten. Und da ist ein erstaunliches Ergebnis herausgekommen. Der Reisebus ist das sicherste und absolut sicher, um Urlaub zu machen. Und dahin sollten wir einfach wieder dran gehen. Diesen Video, den es schon gibt, könnt ihr teilen, weitergeben. Busreisen ist absolut sicher. Und diesen Punkt nochmal zu bekräftigen, weisen wir auch darauf hin, dass der Bus mit 19% Mehrwertsteuer behaftet wird und die Bahn, die wesentlich unsicherer ist, mit 7%. Also da sollte jetzt langsam auch von politischer Seite Verständnis herkommen, das bessere und sichere Fahrzeug endlich auch den Steuervorteil zukommen zu lassen. Meine Euphorie für 2021, dass es Tourismus wieder geben wird, kommt unter anderem aus dem langen Virologengespräch mit Professor Dr. Franz Reichel, dass wir drei Gründe haben, besser 2021 klarzukommen. Erstens, es wird mindestens zwei Impfstoffe geben, die uns helfen. Es werden die Schnelltests kommen, die Lufthansa ja schon eingeführt hat, dass man eben vor Reiseantritt diesen Schnelltest durchführen kann. Damit ist der Reisegast sicher und auch der Busunternehmer auf der sicheren Seite. Und es werden neue Masken kommen, die zu 99% sicher sind und nicht wie die bisherigen, die unsere Politiker ins Land gebracht haben, die zu 80% Schrott sind. Das heißt, für uns ist drei Punkte, um den Tourismus für 2021 positiv zu sehen. Und mit diesem Schwung gebe ich euch jetzt noch einen Gruß vom Tegernsee. Hier hinten wohnt die Familie, die Biontech sozusagen mitgegründet hat. Und da drüben bauen sie jetzt eines der schönsten Wellnesshotels Deutschlands. Das, sage ich, ist positiver Tourismus für die Zukunft. Also vorwärts geht's. Servus, fährt euch benannt.